Hallo und herzlich willkommen zurück zu Essence of Nature. Oh yeah, heute ist ein Immersive Engineering Tag, es wird wunderbar. Aber bevor wir zu Immersive Engineering kommen, eben noch schnell hier ein kleiner Automatisierungs-Update hier. Und zwar, ich habe hier die Schmiede automatisiert und zwar auf die einfachste Art, die es glaube ich gibt. Und zwar gibt es von Extra Utilities diese Clock. Die besteht aus 5 Redstone in der Redstone Torch und ein bisschen Stein. Und diese Clock sendet halt ein pulsierendes Redstone-Signal raus. Also immer halt so, ne? Also ja, pulsierend halt, wie eine Clock. Nur in einen einzigen Block. Das ist sehr praktisch, denn die Faucets können natürlich über Redstone angetrieben werden. Das heißt, wenn hier ein Redstone-Signal rankommt, dann schüttet das Ding halt den Inhalt raus. So. Wenn wir jetzt mal hier mal kurz demonstrieren, habe ich noch irgendwas, was ich schmelzen lassen kann? Nehmen wir mal diese Iron Ores. So. Ja. Oh, das wollte ich gar nicht. Verdammt. Nehmen wir mal ein so ein Ding hier. Okay. 9 Stück. Die werfe ich mal hier rein. Und dann schmelzen die auseinander. Und wenn wir jetzt mal hier runter gucken. Kann ich hier runter gucken? Oh Gott, hier sind meine Berries. Da kann ich nicht raufhupfen. Oh, verdammt. Aber auf jeden Fall habe ich hier jeweils einen Hopper an diese Kiste unter dem Casting Table. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Mist. Au. Okay, und unter dem Bassin habe ich auch noch einen an diese Kiste. Und jetzt wird immer, wenn hier es verschmelzen würde. Alle hopp. Wird hier direkt rausgedingselt. Und wenn jetzt das letzte noch geschmolzen ist und hier rausfließen kann, dann haben wir ein ganzes Ingot. Dann wird dieses Ingot von dem Hopper abtransportiert direkt in die Kiste, wie ihr hier seht. Das ist super praktisch und ist überhaupt nicht teuer. Es kostet bloß halt, 5 Redstone ist das teurer daran und 5 Eisen für den Hopper. Und das ist für den Anfang so eine geile Automatisierung. Das spart einen so viel Zeit. Es ist immer noch geil. Und wer möchte, kann auch wieder den Hopper quasi an den Controller ransetzen, dass man hier automatisch was reinpumpt. Denkt immer an die Alloys, die sich bilden können, falls ihr sie nicht haben wollt, ne? Kupfer und Zinn zum Beispiel. So, da ist es fertig und kühlt aus und flupp, weg ist. Und dann wird es hier rein transportiert. Ja. So einfach ist das. Es ist wunderbar. Okay, das habe ich fertig. Was wollten wir eigentlich tun? Immersive Engineering wollten wir eigentlich tun. Ich habe noch einen zweiten Tank gebaut für Lava-Buffer. Den kann man dann austauschen, wenn der eine leer ist. Es wird gerade wieder dunkel. Ist schon, küsst die Sonne schon den Horizont? Ja, das tut sie. Also können wir uns hinlegen. So. Ein Schluck Kaffee. Zum Wachwerden. Freunde, es ist doch früh. So, ich habe jetzt hier meine Bottles auf Kreosidöl. Einfach Kreosotöl. Kreosot. Es ist Kreosot, nicht Kreosid. Kreosot. Die kann man einfach hier reintun, dann werden sie unten rausgeploppt. So, und jetzt können wir das ganze Zeug benutzen. Und zwar, oh Gott, habe ich noch genug Holz? Ich befürchte nicht. Das heißt, wir nehmen uns mal unsere lustige Headset hier, Madhawk meine ich natürlich. Und gehen mal uns einen Baum fällen. Denn die sind inzwischen ganz gut gewachsen eigentlich. Wobei mir ist aufgefallen, die wachsen im Verhältnis zu normalen Bäumen, glaube ich, extrem langsam. Also es kommt mir zumindest extrem langsam vor. Muss nichts heißen. Kann aber. Vielleicht liegt es wirklich am Biom, dass sie hier nicht gut wachsen, weil auch die Crops haben ja pro Biom ein anderes Wachstum. So. Habe ich alles soweit? Ja, kann ich ihn wieder hinstellen. Ich brauche nämlich wirklich viel Holz. Und wenn die lange brauchen zum Wachsen, dann sollte man lieber ein bisschen mehr hier anbauen. So, das mache ich auch nochmal weg, weil das mir ein bisschen zu nah an der Lava steht, ehrlich gesagt. Das ist mir risky business, Freunde. Hier fehlt noch ein Stamm. Wo ist er? Da. Alle, da kommen sie geflogen. Und nachdem wir mit Immersive Engineering unser erstes Setup so ein bisschen gemacht haben, werden wir mal... Wobei... Ja doch, nee, wir machen jetzt erstmal kurz unser Treated Wood. Und dann kümmern wir uns ganz kurz um Botania. Denn Botania braucht vor allem am Anfang halt ein bisschen Zeit, um Sachen zu generieren. Und während es generiert, können wir quasi noch was anderes machen. Deswegen einmal kurz inzwischen noch ein Botania machen. Damit wir das hinkriegen. So, also einmal ganz kurz hier aufräumen.
Und ach, die Lava kann ich dir inzwischen... Nope, noch nicht. Okay. Also, unser Treated Wood. Wir brauchen eine Windmill. Windmill. Und zwar 4 Blades. Also brauchen wir einiges Treated Wood und Treated Sticks. Ja, nochmal. Das Zeugs hier. 1, 2, 3, 6 Stück. Alle hopp. Ups. So, und blibbum. Wunderbar. Jetzt brauchen wir, wie viel Sticks und wie viel was? 4 Sticks pro Blade. Also 1, 2, 3, 4. So, und dann haben wir wohl nicht genug normales Holz, aber 2 kriegen wir schon mal hin. Stecken die? Ja, gut, sehr schön. Also noch eine Runde. Habe ich meine zurückgekriegt? Ja, die Bottles habe ich zurückgekriegt. Sehr schön. Und mir fällt gerade auf, wir sollten vielleicht erstmal was essen, sonst verhungern wir gleich. Das wäre nicht so cool. Was kann man denn mal essen? Wir haben hier noch Dimension Returns, aber auf die Vegetable Soup noch nicht. Das heißt, ein Süppchen schlürfen. Haha, und hier habe ich noch Sojamilch. Genau, die habe ich gemacht. Dann kann ich das mal weitermachen zu Firm Tofu. Ne, zu Silken Tofu, genau. Was können wir aus der Milch mal ganz kurz machen? Butter. Ja, doll. Nee, Käse. Ice Cream. Ice Cream. Da bekomme ich Hunger. Kornmehl habe ich, glaube ich, nicht, weil ich... Ah, oh, wir brauchen dringend noch Korn. Aber ich habe keine Eier. Ah! Verdammt. Das macht mich wahnsinnig, ehrlich. Es ist ganz furchtbar. Flour und Butter. Können wir Butter machen? Silken, Tofu und Salz in der Saucepan. Gib mir das Silken Tofu, mein Dior. Aber hoppla die hopp. Oh yeah, Baby. Baby, es gibt Waffel. So, dann, das ist jetzt gerade mal eben wichtig. Waff, waff, Waffle. Waffle. Oh, es gibt noch Maple Syrup Waffles. Oh, Waffel, Waffel. Habe ich noch Flour? Ja, ich habe noch Flour. Ich habe Butter. Ich brauche Tofu oder und Milch. Geht doch. Müsste doch gehen, oder? Ja. Okay. Sojamilch und Tofu. Und was noch? Die Skillet. Skillet? Skillet? Skillet. 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 So, einmal ganz schnell Waffeln machen hier. Oh, lecker Waffeln. Alles zusammenmixen. Oh Gott, falsch gemixt. So. Das ist die falsche Pfanne. Gut. 6 Waffeln. Oh, Pancakes. Perfekt. Perfekt. Waffel. Pancake. Jetzt, Freunde, habe ich Hunger. Wisst ihr, es ist noch ziemlich früh. Es ist ein Samstag und es ist verdammt früh. Und ich habe noch nichts gegessen. Ich habe hier nur meinen Kaffee stehen und meinen Orangensaft. Wie jeden Morgen, ja. Und jetzt habe ich scheißverdammt nochmal Hunger auf Kack-Pancakes und Waffeln. Ich habe einen Mini-Cupcake-Maker. Vielleicht mache ich Mini-Cupcakes im Frühstück. So, man hat nicht auf zum Essen zu reden. Das tut mir wirklich leid. Das tut mir wirklich leid. Also, ein bisschen tut es mir leid. So, weiter. Treated Wood. Wir wollen hier ja schließlich hin machen, ne? So, wir brauchen noch 2. Wo sind meine Sticks? Habe ich mich voll verzählt? Ja, ich glaube, ich habe mich voll verzählt. Oh Mann. Naja, gut. Wisst ihr Bescheid. Dann können wir noch ein zweites Windmill-Dings machen. So, jetzt erstmal Windmill. Brauche ich das? Mann, schon. Nee, Windmill. Dort. Ein Stück Eisen in die Mitte und... Nee, ist das schon gut. Das ist ein Hintergrund, der mich da verwirrt. Okay, okay. So, wir brauchen jetzt wahrscheinlich eine Menge Kupfer. Kupfer, Kupfer, Eisen. Sonst noch was? Weiß ich gar nicht. Redstone wahrscheinlich. So, ein Eisen in die Mitte. Haben wir unser Windmill. Yay, yay, yay. So. Jetzt brauchen wir noch ein paar andere Dinge. Wenn wir mal ohne Crafting Table hier in das Ding hineingucken, brauchen wir etwas, wo wir den Strom quasi, ja, rausholen. Und dafür brauchen wir einen Kinetic Dynamo, weil da, wo sich das Rad dreht, muss ja irgendwie durch irgendwas der Strom entstehen. Und das machen wir quasi im Kinetic Dynamo. Da wird durch diese Drehung der Strom erzeugt.
Dafür brauchen wir Copper Wire Coils und dafür brauchen wir Copper Wire. Das ist einfach nur Kupfer um Sticks gedreht. Zweimal. Das klingt einfach. So, also. Hopp, zweimal. Können wir da jetzt mal das letzte Kupfer hiervon benutzen, bitte? Nein, können wir nicht. Ach, Mann. Das ist ein bisschen nervig. Ach, was mache ich denn da? Natürlich Quatsch mit Soße. Versuchen wir es doch mal so. Jawohl, wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Es ist weg. Endlich. So. Hopp. Einmal das um. Was war das jetzt noch gleich? Um ein Eisen. So, das ist die Coil. Dann, wo ist sie? Kinetic, Redstone, Coil und Eisen. Das ist wirklich nicht teuer. Das ist sehr, sehr günstig. So. Alle, hopp. Das hätten wir. So, jetzt, meine Freunde, hatten wir nicht sogar ein Harden-Clay-Biom irgendwo in der Nähe? Wenn ich mal kurz auf meine Karte gucke. Wow, ich bin reingezoomt. Hier vorne ist doch Harden-Clay, ne? Weil wir brauchen nämlich Harden-Clay für meine sogenannten Stöpsel. Denn wir müssen ja natürlich auch irgendwie den Strom aus dem Kinetic Dynamo rauskriegen. Das machen wir natürlich mit Kabeln. Und für die Kabel brauchen wir ja quasi was zum Abzapfen. Und wie ihr seht, ich war gestern, also von mir aus gesehen gestern, war ich sehr fleißig und habe die Tall Botania-Pflanzen alle fertig gemacht. Das heißt, da haben wir jetzt auch endlich Texturen. Ich mache jetzt immer nach und nach. Möglichst versuche ich jeden Tag irgendwie so ein paar Texturen zu machen, dass man hier mal wirklich vorankommt. Als erstes natürlich das Offensichtliche, also die ganzen Pflanzen und Blumen und Gräser, die hier so rumstehen. Vor allem die, die noch gar keine Texturen haben. Ich meine, ich habe jetzt hier Soatex als zweites dabei. Und da hat jetzt sehr viel schon Textur, damit es nicht ganz so blöd aussieht, aber eben nicht alles. Und das würde ich gerne noch irgendwie, ne, hinkriegen. So, Harden-Clay, das ist perfekt, dass wir das hier haben. Dann brauchen wir es wirklich nicht selbst machen. Das ist wirklich unglaublich vorteilhaft. Das ist super. Oh yeah. Jetzt können wir nicht ganz viel Pinüppels machen, ohne Probleme. Sogar die High-Voltage-Dinger brauchen wir noch gar nicht großartig und die lohnen sich nicht, weil ich dafür Stahl brauche. Und Stahl, da ist immer noch ein bisschen voll und fair. Ein bisschen doll. Okay, ich glaube, wir sollten gehen. Tschüss. Ich hätte gern mal... Zombie hier platt. Unsere Madhawk hat inzwischen echt Wumms hinter. Und zwar 8 Attack Damage, das ist schon recht viel. Ich glaube, ein normales Schwert hat 4. Und guck mal, und ich habe auch die Güsalen habe ich grün gemacht. Als nächstes werde ich, denke ich, mal die Chocobos machen, dass die eine ordentliche Textur kriegen. Weil die Chocobos sind so niedlich. Ich liebe die Chocobos, ehrlich. Kriege ich hier Oakwood Saplings? Ich habe ein Oakwood gekriegt, ja, Gott sei Dank. Die hätte ich nämlich gerne. Die sind richtig gut. Weil die natürlich besser wachsen als jeder andere Baum. Weil die so groß werden können. Und das kann eine... Dingens nicht. Jetzt habe ich so einen Stöpsel. Naja, was soll's. Okay. Ab nach Hause. Und dann lasst uns mal ein bisschen Strom machen. Ja. Habe ich eigentlich... Oh, noch ein Garten. Habe ich eigentlich irgendwas, was diesen Strom benutzen kann? Ich glaube, noch nicht. Aber das kriegen wir auch noch hin. Zum Not machen wir erstmal den External Heater. Die sind auch ganz witzig. Damit können wir ja unsere Furnaces betreiben. Das ist wirklich praktisch. Damit können wir auch direkt machen. Zeit haben wir noch. So, als erstes den External Heater. Ganz genau. Und noch eine Coil, bisschen Kupfer, bisschen Eisen, bisschen Redstone. Easy peasy. So, um Eisen für die Coil dann. Okay. Jetzt können wir, glaube ich, auch rein Shift klicken. Mit Shift auf das Fragezeichen klicken, wenn man in einem Crafting Table ist, kriegt man das Rezept, wenn es denn vollständig ist und keine Sachen mit Haltbarkeit beinhaltet, die nicht stackable sind, kann man sich das Rezept einfach reinlegen lassen. Sehr, sehr praktisch. So, External Heater. Dann will ich jetzt mal, wenn von da oben der Strom runterkommt. Ja, ist natürlich dieser, das ist nicht ganz so praktisch, dass mein Bett da steht. Das muss jetzt mal weg. Wo ist es hinter? Das nutzen wir auch mal eben gleich. Trink noch ein Schluck Kaffee.
Ich dann schon wieder echt Halsschmerzen kriege. Ich hasse diese Möchtegern-Erkältung. Das ist furchtbar. So, wie viel Cobblestone habe ich noch übrig? Ein bisschen. Das ist gut. Dann, mal eben kurz hier ein Stückchen draufsetzen, weil je höher die Windmills, desto mehr Strom erzeugt sie natürlich, weil weiter oben natürlich auch mehr Wind ist. Ist logisch-technisch vollkommen nachzuvollziehen. Okay, dann könnten wir jetzt mal vielleicht noch... Ah, ja. Du kommst weg. Du kommst hier hin. Dann setzen wir das Ding jetzt mal. Muss es eine Richtung haben? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Hier ran? Puh. Ist das richtig so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir bauen es am besten von außen hoch. Aber wir können das Ding dann jetzt hier einpacken. Muss man natürlich nicht. Das ist natürlich vollkommen frei. Aber es kann sein, dass es noch drehen muss. Müssen wir gleich mal gucken. So, das bauen wir ganz kurz ein. Einfach nur ein Dach haben. Habe ich eine Fackel dabei? Oh Gott, ich glaube nicht. Das ist... Doch, eine habe ich. Gott sei Dank, weil damit hier oben bloß nichts spawnt. Das wäre fatal. So, Leitern nach unten. So. Wunderbar. Sehr schön. Okay. Jetzt müssen wir uns von außen hoch nordpolen, damit wir die Windmill daran kriegen. Upsala. Wenn das Ding oben nicht richtig gedreht ist, ist es nicht schlimm. Das können wir immer noch mit einer Wrench drehen. Beziehungsweise mit dem Hammer. Können wir das mit dem Hammer drehen? Oder mit dem Wrench? Also eine Wrench müssen wir eh noch irgendwie bauen. Und vielleicht sollte ich bei Gelegenheit mal hier Füße dran pappen. Das sieht mal so freischwebend aus, was nicht sehr gesund ist. So, schon besser. Jetzt kann das Ding auch nicht in Gedanken einkrachen. Natürlich kann es das nicht, aber es sieht halt immer blöd aus, wenn sowas total freistehend irgendwo rumschwebt. Schwebi schweb. Hier zu stehen ist vielleicht keine gute Idee. Mal gucken, was die Windmill sagt. Die Windmill sagt, läuft. Und die Windmill dreht sich. Oh mein Gott. Lass uns dieses Wunderwerk der Technik betrachten. Ist das nicht cool? Es ist so geil. Ehrlich, es sieht super aus. Und der Turm ist gar nicht mal so schlecht. Es sieht wirklich aus wie so eine kleine Windmühle. Sehr schön. Es ist so cool. Oh, einfach herrlich. Ich liebe es. Ich glaube, ihr wisst jetzt, warum ich diesen Mod so liebe. Es ist einfach klasse. Wusstet ihr eigentlich, dass Immersive Engineering sogar von einem deutschen Modder gemacht wurde? Ja, habe ich letztens erfahren, weil ich öfter mal im Stream von T-Love rumhänge. Und der halt oft auf ForgeCraft rumhängt oder halt mit den Leuten von ForgeCraft Team im TS rumhängt. Und da ist immer einer dabei, der, wo man eindeutig hört, dass er Deutsch ist, aber perfektes Englisch spricht. Aber der Akzent ist trotzdem Deutsch, das kann man hören. Und er ist der Immersive Engineering Mensch und er ist Deutsch. Finde ich witzig irgendwie. Ah, so, okay, da oben ist jetzt unsere kinetische was auch immer. Da könnten wir auch mal eine Leiter hochsetzen. Kann ich hier? Nein, natürlich nicht. Habe ich noch normales Holz? Ja, das habe ich hier. So. Und ich würde sagen, das Problem mit der Energie lösen wir nächste Mal. Und nächstes Mal mal einen kurzen Zwischenschritt im Sinne von Butania. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.